unsere gemeinsamen Lernziele für heute sind. Sie sollen die Bedeutung der Planck'schen Strahlungsformel für die Entwicklung der Quantenphysik erklären können. Dazu werden wir mit unserer Geschichte fortfahren. In der letzten Vorlesung haben Sie die Geschichte des Lichtes kennengelernt. Die Vorstellung von Licht als Welle setzte sich durch das berühmte Doppelspaltexperiment von Thomas Young um 1830 durch. Die Art dieser Wellen wurde durch Maxwell geklärt. Die präzise Messung der Lichtgeschwindigkeit durch Foucault zusammen mit der Entdeckung von Maxwell, dass seine Maxwell-Gleichungen elektromagnetische Wellen vorhersagen, deren Geschwindigkeit mit der von Foucault gemessenen übereinstimmte, führte zu der Erkenntnis, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist. Daran änderte sich auch nichts durch das Experiment von Michelson und Morley. Nun wusste man, dass elektromagnetische Wellen kein Medium benötigen, sondern sich im Vakuum mit stets gleicher Geschwindigkeit c ausbreiten. Die Erkenntnis wurde zur Gewissheit, als schließlich 1886 Heinrich Hertz elektromagnetische Wellen auch experimentell entdeckte. Damit schien die Natur des Lichtes als elektromagnetische Welle nach mehr als 2000 Jahren endgültig festzustehen. Lichtwellen sind elektromagnetische Wellen, die sich im Vakuum ausbreiten und die Farbe des Lichtes wird durch die Wellenlänge der Welle bestimmt. Wir stellen uns heute eine Lichtwelle als eine elektrische und eine magnetische Feldwelle vor, wobei das elektrische Feld senkrecht zum magnetischen Feld der Welle gerichtet ist. Die E-Welle und die B-Welle laufen in Phase und die Feldvektoren beider Wellen stehen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Die Frage nach der Natur des Lichtes war endgültig beantwortet. Während dieser Zeit geschah aber noch mehr. 1814 entdeckte Optiker Joseph von Fraunhofer die Fraunhofer-Linien. Diese Entdeckung gelang ihm, weil er den sogenannten Achromaten erfunden hat. Eine normale Linse hat für Licht unterschiedlicher Farben unterschiedliche Brennweiten. Ein Achromat hat dagegen für Licht unterschiedlicher Farben die gleiche Brennweite. Er besteht aus einer Kombination zweier Linsen. Damit verbessert Fraunhofer die Qualität optischer Instrumente enorm und ermöglicht erstmals hochauflösende optische Spektroskopie. Er baut das erste brauchbare Spektroskop und findet damit die nach ihm benannten Fraunhofer'schen schwarzen Linien im Sonnenspektrum. Eigentlich will er nur die Brechung des Lichtes vermessen. Er hängt dunkle Vorhänge vor die Fenster seiner Werkstatt, positioniert ein Prisma und schnappt sich sein Fernrohr. Dann öffnet er die Vorhänge einen winzigen Spalt. Ein Sonnenstrahl fällt hinein, trifft auf das Prisma und wird gebrochen. Durch sein Fernrohr sieht Fraunhofer das Licht in Regenbogenfarben besonders scharf. Deshalb sieht er kein durchgehendes Farbband, sondern entdeckt die schwarzen Linien im Farbspektrum. Woher die Linien kommen, fragt sich Fraunhofer nicht. Er zählt sie stattdessen und dokumentiert Lage und Breite von 574 Spektrallinien. Mit diesen Daten kann er die Qualität optischer Linsen messen und verbessern und seine Geschäfte florieren. Die Frage, woher die Linien kommen, verfolgt der Unternehmer nicht weiter. Stattdessen gibt er mit diesen Linien der Physik ein Rätsel auf. Mehr als 100 Jahre wird sie brauchen, eine Antwort auf diese Rätselfrage zu finden. Und des Rätsels Lösung heißt Quantenphysik. 1860 folgt die Entdeckung der Spektrallinien der Elemente. Den ersten Schritt zur Aufklärung Fraunhofers Linien machen die Forscher Robert Bunsen und Gustav Kirchhoff. Sie lösen das Rätsel der schwarzen Linien durch Spektralanalyse chemischer Elemente. Sie untersuchen ein altbekanntes Phänomen. Erhitzt man Salze in der Flamme, so färbt sich das Flammenlicht. Kochsalz färbt die Flamme orange, Kaliumchlorid violett. Rasch erkennen die Forscher, dass die chemischen Elemente der Salze die Farbe bestimmen. In Kochsalz, chemisch Natriumchlorid, erzeugt Natrium oranges Licht. Kalium leuchtet in jeder Verbindung violett. Doch Bunsen und Kirchhoff wollen mehr wissen. Sie lenken das Flammenlicht wie Fraunhofer durch ein hochauflösendes Spektrometer. Das Ergebnis? Natriumlicht ist kein orangefarbenes Lichtband, sondern es sind Spektrallinien. Bei Natrium ist es eine starke orange Doppellinie. Auch alle anderen Elemente erzeugen ihre eigenen charakteristischen Spektrallinien. Durch unbekannte Spektrallinien finden sie sogar zwei neue Elemente, Cäsium und Rubidium. Bunsen und Kirchhoff gehen noch weiter. Sie vergleichen ihre Ergebnisse mit Fraunhofers Daten. Manche Spektrallinien liegen genau in den schwarzen Lücken des Sonnenspektrums, darunter die Natriumlinien. Ihre Erklärung lautet, die Elemente können Spektrallinien nicht nur abgeben, sondern auch schlucken.
Auf der Sonne muss also Natrium sein, das seine orangen Spektrallinien schluckt. Licht dieser Wellenlängen kommt nicht zur Erde und wir sehen eine schwarze Lücke im Sonnenspektrum. Statt abgeben und schlucken sagen wir dazu als Fachbegriff emittieren und absorbieren. Wenn Elemente Licht emittieren, nennen wir das Licht Fluoreszenz. Fraunhofers Rätsel scheint gelöst. Doch die Physik steht vor dem nächsten Teil des Rätsels. Warum emittieren und absorbieren die Elemente ganz bestimmte Spektrallinien? Die Antwort auf diese Frage benötigte weitere 50 Jahre. Sie wurde auf einem ganz neuen Schauplatz gefunden, nämlich bei der Aufklärung der Struktur des Atoms. George Johnstone Stoney schlug 1847 die Existenz von elektrischen Ladungsträgern vor, die irgendwie mit den Atomen verbunden sein sollten. Er nennt sie Elektronen. Er schafft es sogar, ihre Ladung aus der Elektrolyse zu schätzen. Den holländischen Mathematiker und Physiker Hendrik Antoon Lorentz inspiriert das dazu, eine Elektronentheorie der Materie zu entwickeln. Als nächster wichtiger Puzzlestein gelingt dem Schweizer Johann Jakob Balmer 1885 die Vermessung der sichtbaren Spektrallinien des Wasserstoffs, die nach ihm als Balmer-Serie benannt wurde. Wasserstoff, dessen Elementsymbol ein großes H ist, ist das leichteste Element und hat das einfachste Spektrum. Die Physik hatte jetzt ein besonders einfaches Modellsystem zum Herumrätseln. Warum emittiert Wasserstoff genau diese ganz bestimmten Spektrallinien? Peter Siemann kannte die Arbeiten von Lorentz zur Elektronentheorie der Materie. Er untersuchte deshalb 1896 den Einfluss von Magnetfeldern auf Spektrallinien und findet heraus, dass sich die Spektrallinien verschieben und aufspalten, wenn die emittierenden Atome in einem Magnetfeld sind. Dieses Phänomen, das Siemann-Effekt genannt wird, konnte Lorentz mit seinem Elektronenmodell bereits erklären. Er behielt das jedoch vorerst für sich, denn noch war das Elektron ja ein hypothetisches Teilchen. Nun folgten die Entdeckungen Schlag auf Schlag. Schon ein Jahr später gelangt dem Briten Thomson bei der Untersuchung der Kathodenstrahlung der experimentelle Nachweis des Elektrons. Er zeigte auch, dass Elektronen im Magnetfeld abgelenkt werden. Nachdem nun das Elektron experimentell nachgewiesen war, erklärte Lorentz damit unter klassischen Annahmen den Siemann-Effekt und untermauerte so die Existenz von Elektronen im Atom. Darauf aufbauend entwickelte Thomson das Rosinenkuchenmodell des Atoms, nachdem negative Elektronen wie Rosinen in einen positiven Teich eingebettet sind. Dieses Modell hielt sich mehr als ein Jahrzehnt. 1898 bemerkte Antoine-Henri Becquerel bei dem Versuch, die gerade gefundene Röntgenstrahlung als Fluoreszenz erklären zu wollen, dass Uransalz, das nach Belichtung fluoresziert, auch ohne vorherige Beleuchtung fotografische Platten schwärzen konnte. Die Radioaktivität war entdeckt. Handelte es sich um eine noch neuere Strahlenart als die noch brandneue Röntgenstrahlung? Inzwischen wusste man, dass alle Dinge strahlen und zwar nicht nur Spektrallinien aussenden können, sondern auch ein durchgehendes Spektrum abhängig von ihrer Temperatur, die sogenannte Wärmestrahlung. Max Planck beschrieb 1900 erstmals das Spektrum dieser Wärmestrahlung korrekt mit dem nach ihm benannten Strahlungsgesetz. Zur Herleitung nahm er widerwillig an, dass ein Oszillator Energie nur in ganzzahligen Vielfachen eines Energiequantums Delta E gleich H mal Nü aufnehmen oder abgeben kann. H nannte er Hilfskonstante und Nü ist die Frequenz des Oszillators. Das war die Geburtsstunde der Quantenphysik und die Welt war reif für die Quantentheorie. Warum ist Energie quantisiert und woher stammt die Quantisierung? 1905 griff Albert Einstein Plancks Wirkungsquantum auf und erklärte den photoelektrischen Effekt durch die Lichtquantenhypothese. Demnach besteht einfarbiges Licht, das ja eine feste Wellenlänge und damit auch eine feste Frequenz ν hat, aus diskreten Portionen gleicher Energie, E gleich H mal ν, denen durch die Frequenz ν und die Wellenlänge auch eine Welleneigenschaft zukommt. Wir nennen sie heute Photonen. Er hinterlässt der Welt den Welle-Teilchen-Dualismus und damit das Anschauungsproblem, wie kann etwas gleichzeitig Welle und Teilchen sein? Auch der Neuseeländer Ernest Rutherford betrat das Spielfeld und erkannte, dass die Strahlung des Urans aus mehreren Teilchenarten besteht. Er teilte sie nach ihrer Ablenkung in einem Magnetfeld in positive Alpha-Strahlung, negative Beta-Strahlung sowie neutrale Gamma-Strahlung auf. Er beschoss eine Goldfolie mit Alpha-Teilchen und stellte fest, dass ein kleiner Anteil der Alpha-Teilchen um sehr viel größere Winkel abgelenkt wurden, als nach Thomsons Modell möglich.
Rutherford schloss daraus, dass der Großteil der Masse des Atoms in einem sehr viel kleineren, positiv geladenen Atomkern in der Mitte des Atoms konzentriert sei und löst mit dem Rutherfordschen Atommodell des leeren Atoms 1909 das Thomson'sche Rosinenkuchenmodell ab. Aber woraus besteht der Atomkern und wo sind die Elektronen? Warum ist das Atom leer und immer noch offen? Wie entstehen die Spektrallinien? Basierend auf all diesen Erkenntnissen konnte der dänische Physiker Niels Bohr 1913 sein Atommodell vorschlagen und knackte damit einen Teil des Rätsels. Er beginnt seine Karriere 1912 in Manchester bei Ernest Rutherford, der soeben ein neues Atommodell entwickelt hat. Die Physik geht neue Wege. Die Quantenidee von Planck gewinnt Anhänger, wonach es Energie nur in ganz bestimmten Quanten gibt. Bohr glaubt an die Quantentheorie und revolutioniert das Atommodell seines Meisters. Er postuliert: In einem Atom fliegen Elektronen nur auf ganz bestimmten stabilen Kreisbahnen um den Kern, deren Drehimpulse ein ganzzahliges Vielfaches des Planck'schen Wirkungsquantums sind. Um von einer auf die andere Kreisbahn zu wechseln, er nannte das Quantensprung, brauchen die Elektronen eine ganz bestimmte Menge zusätzlicher Energie. Diese Energie erhalten sie, wenn sie Photonen der typischen Spektrallinien schlucken. Bei ihrer Rückkehr auf die alte Bahn geben die Elektronen die gleichen Photonen wieder ab. Die Flugbahnen sind von Element zu Element verschieden. Deswegen sind die Spektrallinien für jedes Element anders. Die Elektronen strahlen nur dann, wenn sie die Bahnen wechseln. Mit seinen Annahmen erklärte er nicht nur erstmals das Wasserstoffspektrum, sondern erklärte auch, warum die Elemente diskrete Spektrallinien zeigen, nämlich weil die Elektronen für einen Quantensprung exakt deren Energie brauchen. 1922 erhält er den Nobelpreis für Physik. Schon 1914 bestätigen Frank und Hertz in ihrem berühmten Schlüsselexperiment eindrucksvoll, dass Elektronen im Atom tatsächlich exakt eine ganz bestimmte Energie brauchen, um ihre Flugbahn zu wechseln. Und zwar ganz egal, ob ihnen die Energie als Licht oder irgendwie anders angeboten wird. Die beiden ließen nämlich Elektronen, deren kinetische Energie sie einstellen konnten, mit Atomen stoßen. Sie sahen, dass die Atome die Energie der Elektronen nur dann aufnehmen konnten, wenn diese genau einem Sprung zwischen zwei Bahnen entsprach. Der französische Physiker Louis de Broglie fragte sich nun, ob die beim Licht gefundene Skurrilität, dass es nämlich sowohl eine Welle als auch ein Teilchen ist, nicht viel allgemeiner, nämlich auch umgekehrt für alle Teilchen gilt. Er behauptete das bis dahin Undenkbare. Alle bewegten Teilchen sind Wellen. Ihre Frequenzen und ihre Wellenlängen sind genau wie beim Photon über das Wirkungsquantum H durch ihre Energie und ihren Impuls gegeben. Ein Elektron eine Welle? Ja. Ein Tennisball eine Welle? Ja, quantenphysikalisch. De Broglie veröffentlichte seine Theorie der Materiewellen, wonach jegliche Materie auch einen Wellencharakter aufweist und umgekehrt Wellen auch einen Teilchencharakter aufweisen. Er führt die Quantenphänomene auf eine gemeinsame Erklärung zurück. Welle und Teilchen sind die zwei Seiten der Quantenmechanik-Medaille. Damit war zwar keine Berechnung der Spektren von Atomen möglich, seine Erkenntnis war jedoch bahnbrechend für die Entwicklung der Quantenmechanik. Und jetzt feierte die moderne Quantenmechanik ihren Einzug. Der Beginn war die mathematische Formulierung der Matrizenmechanik durch Werner Heisenberg, Max Born und Pascual Jordan. Die letzte Erklärung lieferte schließlich Erwin Schrödinger 1926 mit seiner Gleichung für Materiewellen, der Schrödinger-Gleichung. Wenige Monate nach Heisenberg stellte Erwin Schrödinger ausgehend von de Broglies Theorie der Materiewellen die Wellenmechanik bzw. die Schrödinger-Gleichung auf. Kurz darauf konnte Schrödinger nachweisen, dass die Wellenmechanik und die Matrizenmechanik mathematisch äquivalent sind. 100 Jahre nach Fraunhofers Tod löste damit Erwin Schrödinger den letzten Teil des Rätsels um die Spektrallinien. Er rechnete und erklärte 1926 prompt, warum im Atom die Flugbahnen der Elektronen festgelegt sind. Schrödinger argumentierte: Ein Elektron ist kein Teilchen, sondern eine Welle. Während Teilchen auf beliebigen Flugbahnen rumsausen können, kann eine Welle an einem festen Ort nur existieren, wenn sie eine stehende Welle ist. Die Elektronenwellen können im Atom auch nur ganz bestimmte Wellenlängen und Frequenzen haben, genauso wie stehende Wellen auf einem Seil. Dies ist der Grund, warum sie nur ganz bestimmte Energien haben können. Schrödinger erhält 1933 den Nobelpreis für seine Gleichung, die alle Energien für alle Teilchen bis heute gültig vorhersagt.
Schrödinger gibt also die letzte Antwort auf die Frage, woher Fraunhofers Spektrallinien kommen. Sie entstehen, weil in Atomen stehende Elektronenwellen ihre Gestalt verändern und dabei Licht emittieren oder absorbieren. Das konnte Fraunhofer 1814 nun wirklich nicht ahnen.